Hey Laserfreaks, willkommen bei Schwarz auf Weiß und der nächsten Folge von In 90 Sekunden. Diese Woche geht es um Alexander Stilwell. Durchhalten. Nach meiner Recherche war der Autor 6 Jahre lang beim britischen Militär. Hier schildert er in 6 Kapiteln, wie man sich auf den Dienst körperlich und mental vorzubereiten hat. Naja, gekauft hatte ich mir das Buch, weil ich dachte, es wären da Übungen drin für Normalsterbliche, die lernen wollen, was beim Militär so gelehrt wird. Das ist aber nicht so. Das Buch ist als Vorbereitung für junge Menschen gedacht, die zum Militär gehen wollen. Ja, am Anfang gibt es ein paar Heldengeschichten. Da werden Figuren aus den Bereichen Sport, Militär und Raumfahrt glorifiziert. Der Autor hat mich überrascht mit einer wahren Flut von Vergleichen. Manche gehen ganz witzig in die Hose, manche sind wirklich groß. Es gibt wirklich auch geradezu poetische Stellen in diesem Buch, was ich gar nicht gedacht hätte. Im stärksten Teil des Buches geht es darum, wie man sich mental nach vorne bringt und einstellt. Das halte ich für sehr hilfreich. Alles andere, wie viele Liegestütze man machen soll, wie man sein Fahrrad einstellt, ist für mich eher uninteressant. Irgendwie war es ein ganz witziges Sammelsurium. Ich würde es jetzt so nicht nochmal kaufen. Wer sich für das Thema interessiert, ist hier eine ganz interessante und gut aufbereitete Fundgrube. Wenn ihr Bücher kennt, die sich mit mentaler Fitness beschäftigen und die ihr empfehlen könnt, schreibt gerne einen Kommentar, das würde mich brennend interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.